Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wettbüro, vom Wettscheinservice. Auch in dieser Woche haben wir wieder brandaktuelle Themen im Programm. Natürlich geht es einerseits um den 22. Spieltag in der Bundesliga. Da habe ich mir drei Partien rausgepickt, die wir in der Analyse haben. Und ich werde dazu zwei Scheine präsentieren, die so meine ersten Gedanken sind. Allerdings ein Schein davon, der wurde gestern schon so in der Premium-Gruppe veröffentlicht, den haben wir bereits gesetzt. Sicherlich ganz interessant. Wir haben aber auch noch andere Themen im Programm. Und zum einen geht es da um unsere kostenlose Telegram-Gruppe, die wir jetzt bald veröffentlichen werden. Was dort auf euch wartet, das verrate ich euch am Ende dieses Videos. Und ich werde euch erzählen und auch zeigen, wie wir in der Premium-Gruppe in den ersten 9 Tagen im Februar schon diese stolze Summe von 408 Euro gewinnen konnten. Also bleibt dran, nach dem Intro geht's los. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Bevor es aber richtig ins Eingemachte geht, schauen wir nochmal zurück auf das letzte Video, denn da hatten wir ja den Wettanalyzer präsentiert. Der Wettanalyzer ist ein mächtiges Tool, womit ihr Fußballspiele auf Knopfdruck analysieren könnt. Und den Wettanalyzer hatte ich im letzten Video präsentiert, der ein bisschen jetzt im neuen Glanz erstrahlt, der aber auch schon 1 bis 2 Jahre erfolgreich auf dem Markt ist. Und wir haben uns in der letzten Woche ein Spiel herausgepickt und analysieren lassen vom Wettanalyzer. Das war das Spiel zwischen Real Sociedad und Betis Sevilla, ein Pokalspiel. Und wir schauen jetzt mal, was die Analyse im Endeffekt gebracht hat. Das ist ein Screenshot aus dem Wettanalyzer vom letzten Video. Wir haben hier einmal die Über- und Untertore mit drin. Wie gesagt, es ist nur ein kleiner Ausschnitt. Und wir haben aber auch den Spielausgang, die Tendenz des Spiels, was der Wettanalyzer für uns analysiert hat. Und wirklich interessante Ergebnisse hat diese Analyse ergeben, denn wenn wir jetzt mal schauen, wie das Spiel ausgegangen ist, und das ist ein Screenshot, den habe ich gemacht in der 75. Minute, so viel Ehrlichkeit muss natürlich auch sein, das Spiel ist im Endeffekt 4:0 für Betis ausgegangen, ja, es war ein Pokalspiel, Real Sociedad hat irgendwann komplett geöffnet, wurde kurz vor Schluss 2-mal gnadenlos ausgekontert. Es gab auch noch einen Elfmeter und dann hat Betis dieses Spiel locker und flockig 4:0 gewonnen. Das heißt, wenn wir jetzt mal auf die Über- und Untertore gucken, war die Analyse vom Wettanalyzer nicht ganz korrekt, denn es sind 4 Tore gefallen und der Analyzer hat gesagt, realistisch ist es, dass 1 bis 3 Tore in diesem Spiel fallen. Unter 3,5 Tore immerhin noch eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit, aber muss ich sagen, die ganze große Datenbank, auf die unser Wettanalyzer zugreift, ist natürlich eine Datenbank, die vornehmlich gespeist ist von Ligaspielen. Dieses Spiel kann natürlich auch so in der Liga stattfinden, Real Sociedad gegen Betis Sevilla. Wir haben jetzt hier keine explizite Pokalstatistik hinterlegt. Das heißt, wäre das ein Ligaspiel gewesen, dann wäre das Ergebnis von 0:2 wahrscheinlich so geblieben oder es wäre vielleicht noch das 0:3 gefallen. Aber bei Pokalspielen, die ja eigentlich auch immer ihre eigenen Gesetze haben, ist es auch völlig wurscht, wie hoch du am Ende verlierst. Da geht es nicht um Torstatistik oder sonst was. Da versuchst du nochmal alles als unterlegenes Team. Und in diesem Kontext hat halt Real Sociedad sich auch noch die Tore gefangen. Also ich bin mir fast sicher, wäre das ein Ligaspiel gewesen, wäre es in etwa bei dem Ergebnis geblieben. Oder es wäre vielleicht noch ein Tor gefallen und dann wäre die Über- und Untertorwette auch korrekt gewesen, die Analyse vom Wettanalyzer. Was jetzt aber wirklich super interessant ist und wo der Wettanalyzer komplett richtig lag und was auch diese Macht dieses Tools einfach zeigt, ist der Spielausgang bzw. die Prognose der Tendenz. Hier geht es einmal um die doppelte Chance und der Wettanalyzer hat gesagt, dass die doppelte Chance, also x2, das heißt, dass Betis dieses Spiel entweder gewinnt oder unentschieden spielt, dass die Chance bei 70% ist und dagegen die Chance
pro Real Sociedad nur bei 57,7%. Wenn man da aber mal auf die Quoten guckt, und die seht ihr hier unten rechts vor Spielbeginn, von den Buchmachern war Real Sociedad ganz klar favorisiert und Betis hatte eine Quote von 4,4. Wahrscheinlich dann eine Quote bei der doppelten Chance von 2, also ein Verdoppler. Betis also eher der Außenseiter. Aber der Wettanalyzer hat genau das andere vorhergesagt. Er hat jetzt Betis hier in den Favoritenstatus gehievt. Und das zeigt auch, dass diese Spielausgang-Analyse nicht mit den Quoten beim Buchmacher korreliert, weil dann würde der Wettanalyzer zu nichts taugen. Ja? Also die Quoten können wir selber sehen und daraus die Wahrscheinlichkeiten berechnen. Aber dieser hinterlegte Algorithmus ist halt so mächtig, dass der Wettanalyzer davon unabhängig das Spiel analysiert aus ganz vielen Daten und euch tatsächlich hier ausgespuckt hat, Betis ist der Favorit und hier kann man zu einer 70%igen Wahrscheinlichkeit x2 anspielen und diese x2, die wahrscheinlich noch eine Verdopplerquote hatte, ist locker gekommen. Das ist einfach genial, zeigt die Macht vom Wettanalyzer. Und auch das erste Tor passte. Auch hier hat der Wettanalyzer gesagt, das erste Tor wird zu 71% bzw. 72% die Gastmannschaft erzielen. Und so ist es dann im Endeffekt auch gekommen. Betis ist ja 1-0 in Führung gegangen, hat auch gar kein Gegentor geschluckt an dem Tag. Also zusammengefasst war das schon eine ziemlich gute Prognose, was auch die Tendenz angeht vom Wettanalyzer. Ich habe gesagt, Problematik Liga-Pokalspiel ist jetzt beim Wettanalyzer natürlich nicht hinterlegt. Aber auch wenn es ein Ligaspiel gewesen wäre, dann wäre ich wirklich, hätte ich es realistisch gefunden, dass das Ergebnis so geblieben wäre oder eben vielleicht noch ein 3-0 und dann wäre sogar die Torwettenwahrscheinlichkeit auch noch gekommen. Und ich denke, das sieht man anhand von einem Spiel schon, dass das schon ein mächtiges Tool ist und dass der Wettanalyzer schon das Potenzial hat, den Sportwetter auch zur richtigen Tendenz zu verleiten. Also das nochmal kurz zum Wettanalyzer. Wir werden dieses Tool sicherlich auch noch in den nächsten Videos immer mal wieder mit reinnehmen oder auch mal wieder ein Bundesligaspiel auch mal dadurch analysieren lassen. Und wer jetzt nochmal noch mehr zu den Funktionen wissen will und das letzte Video nicht geguckt hat, der schaut sich das einfach nochmal an. Nun geht's nochmal. Wer nochmal nähere Infos dazu haben möchte, der liest sich das hier eben kurz durch. Anmelde-Link für den Wettanalyzer natürlich unter dem Video, wie gehabt. Aber jetzt geht es dann wirklich in die Analyse zum 22. Spieltag der Bundesliga. Und ich habe mir drei Spiele rausgetippt. Wir schauen uns jetzt den ersten Schein an. Und dieser Schein ist tatsächlich erstmal nur ein Gedankenmodell von mir. Den habe ich so noch nicht gespielt. Das werde ich mir noch überlegen, aber es geht da um die Partie Fürth gegen Berlin. Und hier tippe ich das Asian Handicap plus 0,5. Scheine kommen vom Buchmacher Pinnacle. Und da kriegen wir eine 1,6er Quote für. Und ich halte diesen Tipp für recht realistisch, denn mit Hertha kommt ein absolutes Krisenteam nach Fürth. Hertha hat in diesem Jahr noch kein Spiel gewonnen. Und Hertha, tja, unter Korkut schätze ich sie eh nicht stark ein. Letzte Woche haben sie eine gute erste Hälfte gespielt, eine schlechte zweite Hälfte, also Konstanz ist auch fehl am Platze in Berlin. Und jetzt müssen sie antreten in Fürth und Fürth ist undankbar, weil Fürth hat sich in den letzten Wochen wieder stabilisiert. Das 4:1 in Wolfsburg war meiner Meinung nach zu hoch. Da waren auch ein paar Torwartpatzer dabei. Da wäre vielleicht sogar mehr drin gewesen für Fürth. Aber zu Hause, da haben sie es in den letzten Wochen wirklich gut gemacht. Und sie sind gerade zu Hause wirklich nicht mehr einfach zu schlagen. Und wir brauchen uns nicht darüber unterhalten, dass Hertha natürlich den qualitativ besseren Kader hat. Aber das Momentum spricht weiterhin für Fürth. Sie sind schwierig zu schlagen. Teams, die tief stehen, da hat Hertha große Probleme gegen und hier sehe ich es absolut realistisch, dass die doppelte Chance 1x, die es ja beim europäischen Buchmacher wäre, dass die kommt und da kriegen wir eine Quote von 1,6 für. Das ist so an der Grenze der Anspielbarkeit für einen Einzeltipp. Das werde ich mir noch überlegen, würde es dann in meiner Premium-Gruppe auch veröffentlichen, wenn wir das so anspielen.
Allerdings ist das so ein erster Gedanke, denn an diesem Spieltag haben wir wirklich viele Duelle, die sehr, sehr schwierig zu analysieren sind, wo man auch von der Tendenz ja nicht klar was ausmachen kann. Und da muss man schon wirklich ganz genau gucken, was man an diesem Bundesligaspieltag anspielt. Und jetzt kommt der Schein, den wir schon so in der Gruppe gespielt haben. Und das ist eine Kombi aus Leverkusen und Bayern München. Beide auf Dreiwegsieg. Das erscheint ziemlich einfach zu sein, denn es sind beides die Favoriten. Aber manchmal tippt auch der Sportwettenprofi mal was Einfaches, wenn es denn gut zu rechtfertigen ist. Und das ist es in diesem Falle. Denn ich habe gesagt, viele Spiele sind schwierig an diesem Wochenende. Bei diesen beiden Spielen habe ich aber einfach eine klare Tendenz. Und Leverkusen gegen Stuttgart. Also Leverkusen hat mir super gefallen in den letzten Wochen. Offensiv wirklich bockstark. Das Spiel in Dortmund sensationell bestritten. Und jetzt kommt, man kann schon sagen, Krisenclub aus Stuttgart. Stuttgart reißt einfach ohne Selbstvertrauen an. Wenn man mal guckt, was Stuttgart in der letzten Saison geleistet hat und was Stuttgart in dieser Saison für einen Lauf hat, dann ist das auch schon traurig mit anzusehen. Denn Stuttgart hatte viel Verletzungspech, so ein Kalajdzic, ein Silas, die sind jetzt erst wieder zurückgekommen, funktionieren aber nicht so, weil sie natürlich auch in ein Gefüge kommen, was null Selbstvertrauen hat. Und diese Abwärtstendenz, die besteht ja bei Stuttgart schon seit vielen, vielen Wochen. Und es ist wahnsinnig schwierig, da auch psychologisch diesen Schalter umzulegen. Und da musst du nach Leverkusen fahren, die in einer Top-Form sind, die einem mit einer geballten Offensivpower kommen, und dann wird es noch mal schwieriger sein, diesen Schalter umzulegen. Ich weiß auch, Leverkusen ist tatsächlich ein Team, was immer am anfälligsten ist, wenn sie richtig gut performen. Wenn sie über mehrere Wochen gut performen, dann ist Leverkusen ein Team, was dazu neigt, sich selber zu überschätzen und dann solche Spiele nicht ernst zu nehmen und dann tatsächlich hier nicht zu performen und hier Punkte liegen zu lassen. Das war die Vergangenheit. Deswegen ist dieses Spiel auch eine Reifeprüfung für Leverkusen, aber ich glaube, dass sie an diesem Wochenende diese Reifeprüfung mal bestehen werden. Alles spricht meiner Meinung nach hier für Leverkusen, dass sie hier gewinnen. Und das halte ich auch für sehr, sehr realistisch. Dann Bochum gegen Bayern. Auf die Bayern tippen würde ich jetzt mal per se sagen, macht man ja nie viel falsch. Aber auch das muss natürlich wohl überlegt sein, denn Neuer ist jetzt mit dem Meniskusschaden ist daran operiert worden. Jetzt haben wir Ulreich im Tor, der gestern aber auch diese mögliche Corona-Problematik mit in den Club gebracht hat. Allerdings jetzt negativ getestet worden, also Sven Ulreich wird wahrscheinlich im Tor stehen. Das ist mir aber auch völlig Latte, wer dort im Tor steht, denn die Bayern haben so eine brutale Offensive aktuell. Man hat in den letzten drei Auswärtsspielen jeweils mindestens 4 Tore geschossen. Und das zeigt einfach, dass Bayern aktuell ein Team ist, was defensiv anfällig ist, offensiv brutal ist. Und Bayern schießt einfach immer mehr Tore, als sie bekommen. Das ist aktuell so ein bisschen das Erfolgsrezept von Nagelsmann. Inwieweit das noch umzusetzen ist, dann in der Königsklasse, sei jetzt erstmal dahingestellt. Aber sie spielen hier gegen Bochum. Und Bochum spielt eine grundsolide Saison. Sie sind zu Hause heim- und kampfstark, haben jetzt am Wochenende sicherlich auch etliche tausend Zuschauer noch, die das Stadion zu einem Hexenkessel machen können. Es ist ein Traditionsduell, was dort jetzt stattfindet. Aber dennoch glaube ich, dass am Ende das Pendel für die Bayern ausschlägt, weil sie einfach offensiv so gut sind und sie werden wieder mehr Tore schießen, als sie hinten fangen. Meiner Meinung nach sind das beides Tipps, die man sehr gut kombinieren kann, weil sie einfach sehr realistisch sind, auch wenn man diese ganzen Pro und Kontras mal zusammenlegt. Dafür kriegen wir eine 1,8er Quote. Kann mir auch vorstellen, dass die Quoten vielleicht noch sogar noch ein bisschen fallen. 1,8er Quote kann man sehr gut mal mit anderthalb oder zwei Einheiten anspielen. Und das ist für mich an diesem Bundesliga-Wochenende die Kombi, die es sich auch anzuspielen lohnt. So, nun kommen wir mal zu den 408 Euro Gewinn. Man kann jetzt die Gewinneinheiten in diesem Februar gar nicht sehen.
Ich sage sie euch, es sind 8,16 Einheiten Gewinn, die wir aktuell in der Premium-Gruppe nach den ersten 9 Tagen im Februar erzielt haben. Ich rechne das immer so. Wir gehen ja pro Einheit mit einem gewissen Geldeinsatz rein. Einheitenlevel wähle ich immer sehr gering, dafür den Geldeinsatz ein bisschen höher. Die Bankroll sollte auch ein bisschen höher sein, wenn man bei uns in die Gruppe kommt, denn es ist eine Profigruppe. Dafür bekommt ihr natürlich einiges geboten. Und wenn ich jetzt sage, pro Einheit setze ich 50 Euro, dann bin ich bei diesen 408 Euro Gewinn, was sehr, sehr ordentlich ist für diese paar Tage. Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass wir so restriktiv mit den Einheiten reingehen. Also der Februar läuft ganz fantastisch an. Hoffen wir natürlich, dass er so weiterläuft. Wir haben da einen Mix aus Fußball gespielt, aus Tennis, was aktuell auch ja sehr viel im Angebot hat. Und jetzt kommt zum Beispiel das Olympische Eishockey-Turnier dazu. Also da sind wir sehr breit auch gefächert und gut abgedeckt. Und das ist hier eine Übersicht, was ihr alles in meiner Premium-Gruppe bekommt. Anmelde-Link ist wie immer unter dem Video. Ich gehe auf die ganzen Punkte jetzt nicht mehr ein. Das habe ich schon im letzten Video gemacht. Würde mich aber freuen, wenn der ein oder andere sich weiter für die Gruppe interessiert und da auch mal reinschauen möchte. Wie gesagt, der erste Monat ist rabattiert. Und ich denke, für das, was ihr in der Gruppe bekommt, ist es auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis, sucht es sicherlich seinesgleichen, wenn ich sehe, dass manch andere Gruppen irgendwie einen Hunderter im Monat kosten. Das ist ja dann wirklich auch absurd. Also, würde mich freuen, wenn der ein oder andere noch zu uns dazu stößt in die Gruppe. Wie gesagt, Anmelde-Link unter dem Video und jetzt komme ich auch langsam zum Schluss. Und das ist die neue kostenlose Telegram-Gruppe, die wir jetzt erstellen werden und die wir im nächsten Video dann präsentieren werden. Auch hier unten das Bild leider ein bisschen abgeschnitten. Ich bitte das zu entschuldigen. Aber der Zugang zu dieser kostenlosen Telegram-Gruppe, den werde ich im nächsten Video veröffentlichen. Und das sind so die Facts, die wir zusammengestellt haben, was ihr denn in dieser Telegram-Gruppe alles bekommt. Ihr bekommt die Top-Analyse der Woche. Das heißt, ihr bekommt einmal in der Woche einen Schein aus der Premium-Gruppe, den ihr dann auch direkt so nachspielen könnt. Ich werde den Einheiteneinsatz euch mit an die Hand geben und es wird immer eine Audioanalyse kommen. Audioanalyse mache ich bei uns in der Premium-Gruppe sehr häufig. Das läuft in etwa so, wie es hier auch im Video abläuft. Dann könnt ihr selber nochmal reflektieren und entscheiden, ob ihr diesen Schein denn auch dann so nachspielen wollt. Dann gibt es Interessantes und Lehrreiches aus der Sportwettenwelt. Also alles, was ich so aufschnappen werde, werde ich in dieser Gruppe mal veröffentlichen. Ich nenne das immer Wettschule. Da könnt ihr euch auch, wenn ihr noch nicht so als Fortgeschrittener seid im Sportwettenbereich, dann könnt ihr euch da auch informieren. Ich werde da bestimmt auch mal was Richtung Bonus bringen, die man freispielen kann. Value-Tipps, alles so Dinge, Einheiten, Money-Management, alles so Dinge, die es sich auch lohnt, mal da ein bisschen mehr darüber zu erfahren. Das werde ich immer mal wieder einstreuen in dieser Gruppe. Das ist alles so der grobe Plan, was euch da erwartet. Also ihr sollt nicht in eine Gruppe eintreten und da tut sich irgendwie 7 Tage lang nichts und da wird mal ein Schein rausgehauen. Das bringt es ja auch nicht. Und das Ziel ist sicherlich, dass wir einfach eine Sportwetten-Community in dieser Gruppe aufbauen und das ist so eine Überlegung von mir auch, dass ich vielleicht mal in Zukunft auch den Chat freigebe in dieser Gruppe und dass man sich einfach mal austauschen kann, dass ihr auch mal Fragen an mich stellen könnt oder auch euch untereinander austauschen könnt über Sportwetten-Themen oder über aktuelle Analysen. Das ist immer noch so meine Zukunftsvision und dass man dann gemeinsam davon profitiert und auch in Zukunft weiter profitabel wetten kann. Genau, das alles erwartet euch dann im nächsten Video. Da wird die Gruppe dann fertig sein. Da freue ich mich auf euch. Ich habe jetzt schon wieder lange genug geredet. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der heutigen Folge. Schauen wir mal, was das Wochenende so bringt, auch mit unseren Analysen. Würde mich freuen, wenn ihr in der Premium-Gruppe mal reinschaut und auch den Wettanalyzer mal testet. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut, ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.